Ich sitze hier heute im Hörsaal D vom Campus an der Uni Wien mit Frau Frieger Haug. Danke, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen. Ich hätte zwei Fragen, und zwar die erste ist, wie Ihre persönliche Perspektive Ihre Wissenschaft beeinflusst hat. Die Frage ist ganz, ganz schwierig, wenn man bedenkt, was ich die ganze Zeit eben verhandelt habe, nämlich wie das Suchen nach zwei verschiedenen Zusammenhangssträngen. Das eine war, wie die Entwicklung der Produktivkräfte, die Hightech in Produktion und Verwaltung, die Arbeit verändert und so auch die Möglichkeiten der Arbeitenden und so auch die Möglichkeiten der Frauen innerhalb der Arbeitsgesellschaft aufzuholen. Die zweite Frage war, woher kommt eigentlich Frauenunterdrückung? Diese Frage warf mich immer weiter zurück. Ich konnte es nicht finden und insofern habe ich in beiden dauernd forschend nach Neuem gesucht. So ist mein Wissenschaftsverständnis vielleicht in einem Satz zu sagen, man kann die Dinge nicht erkennen, wenn man sie nicht verändert. Muss ich einen Satz sagen zur Opfer-Täter-These? Das ist einfach der Gedanke, Frauen sind nicht überall Opfer, wie das in sämtlichen politischen Reden und Publikationen stand, Opfer der Männer, Opfer von Kapital, Opfer vom Staat, von allem Möglichen, sondern sie machen doch ihre Geschichte selbst. Sie selber sind es, die auch ihre Opferposition reproduzieren. Und erst wenn man diesen Gedanken denkt, dass die Frauen selber das tun, sich selbst in diese Position einbauen, kann man sie als politische Subjekte denken, denn nur dann können sie etwas verändern, sodass wir mit dieser Botschaft durch die Lande zogen und wirklich massenhaft die Frauenbewegung anheizen, kann man vielleicht sagen. Erinnerungsarbeit ist der Versuch, mit Marx und Marx-Feuerbach-Thesen gegen seine Nichtbeachtung im offiziellen sozialistischen Projekt zu arbeiten. Insofern muss man sagen, sie hatten auch recht, uns auszuschließen oder nicht auszuschließen, weil der Kerngedanke darin ist, wenn die Menschen ihre Geschichte selber machen und wir das auch machen als Frauen, dann braucht es etwas anderes als Stellvertreterpolitik, die schon weiß, wo es lang geht und wie das gemacht werden muss, sondern wir sind die Subjekte von Politik. Was würden Sie gerne jungen Aktivistinnen und vor allem Feministinnen für die heutige Welt und für ihr heutiges Engagement mitteilen? Also ich bin der unverschämten Auffassung, dass die Feministinnen in der Welt, die Frauen in der Welt im Augenblick an einem wirklich entscheidenden Punkt sind, dass sie eingreifen müssen, weil diese Gesellschaft in kapitalistischer, männerdominierter Weise in den Abgrund geht. Und die Frauen haben verschiedene Vorzüge von ihrer Stellung in der Gesellschaft her, von ihrer Geschichte her, von ihrem Nicht-Eingeschlossen-Sein in die Privilegien der normalen gesellschaftlichen, kapitalistischen Gesellschaft anders da reinzugehen, also nicht nach Leistung und Konkurrenz und wie viel Geld kriege ich dafür und sonst tue ich nichts, sondern wirklich verändernd einzugreifen, und das hoffe ich, dass das geht, wenn alle mitmachen. Danke vielmals. Ich habe an der Stelle relativ erfolgreich gestartet, die Kampagne um die Vier in einem Perspektive. Das setze ich hier fast als bekannt voraus, sagt nur einen Satz. Das ist der relativ einfache Versuch, das Verhältnis von Arbeiterbewegung und Frauenbewegung und die Inhalte, die sie haben, so umzubauen, dass ihre Fragen nicht einander über- und untergeordnet werden, sondern nebeneinander gestellt. Also einerseits Lohnarbeit als menschliche Tätigkeit, andererseits Reproduktionsarbeit als überwiegend Tätigkeit von Frauen. Kaum hat man die horizontal nebeneinander, sieht man, dass noch andere Tätigkeiten in der Gesellschaft sind, die bislang in dieser Kampflinie nicht auftraten, nämlich die Politik zum Dritten und zum Vierten, die Entwicklung seiner selbst, die Arbeit an sich, die
Entfaltung eigener Fähigkeiten, die in dem Gesamtgedränge in der Gesellschaft untergehen und insbesondere bei Frauen als Luxus nicht getan werden. Feministischer Marxismus hat den einseitigen feministischen Anspruch angenommen und begonnen, die gesamte Theorie und Praxis umzubauen. Historisch und begrifflich fällt dieser Umbau zusammen mit der strategischen Einschreibung der Ökologie. Ihr merkt, dass es eine absolute Zusammenballung von Aufgaben und Fragen ist, die feministischer Marxismus also entsetzlich viel noch zu tun. Ich schaffe das schon gar nicht mehr, aber ihr seid ja ganz viele und könnt das weiter fortsetzen. Die geschichtliche Arbeit nämlich, die wir aufgenommen haben, wird auf jeden Fall noch Generationen dauern.